Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Wie die Zeit vergeht, ist schon wieder eine Woche her seit dem letzten Video. Ich bin ein bisschen Videoträge geworden. Das heißt, ich mache einfach andere Sachen. Ich bin entgegen anderslautender Gerüchte weder im Urlaub noch leide ich an Burnout oder sonstigen Krankheiten. Ist alles in Ordnung. Nur wie gesagt, ich habe andere Dinge momentan zu tun. Hat alles irgendwas mit Aktien auf sich. Jetzt aber ein Video, endlich wieder ein Video. Wir haben uns letzte Woche Waste Management angeschaut. Jetzt gucken wir uns Honeywell an und stellen uns in dieser Aktienanalyse die entscheidenden Fragen, die sich jeder Investor stellen sollte. A, auf was lasse ich mich da überhaupt ein? Das heißt, was macht das Unternehmen eigentlich? B, ist die Aktie an sich ein erfolgversprechendes Investment? Das heißt, steigert das Unternehmen langfristig die Gewinne? Weil nur dann kannst du ja von langfristig steigen. Kursen und Dividenden profitieren. Das ist unser Ziel als langfristiger Anleger. Und wir gucken uns an, ob die Dividende sicher ist. Und dann gucken wir uns an, ob die Aktie günstig oder teuer bewertet ist derzeit. Und am Ende vielleicht kleines Fazit. Wie so oft gibt es dann diese Analyse auch noch hier auf meinem Blog, aktienfinder.net. Kannst du das Ganze nochmal nachlesen? Und ich hatte ja schon anklingen lassen, wir bewegen uns jetzt hier im Rahmen der Bestseller Challenge. Also zwei, drei Worte zur Bestseller Challenge, zu dem edlen Sponsor der Consorsbank, die das Ganze hier ja, unterstützt. Vielen Dank an der Stelle. Da, so schreibt man die Consorsbank. Und die Bestseller Challenge, die läuft im Rahmen der Sparplanoffensive. Hier noch zwei weitere Helden, die das Ganze ebenfalls machen. Die zeigen, wie ihr von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren könnt über Aktien. Der Aaron. Homo economicus genannt als Künstlername, treibt ja ebenfalls auf YouTube sein Unwesen, genau wie Sebastian oder Talabox. Homo economicus investiert in Einzelaktien, so wie ich. Und der Sebastian von Talabox, der macht das Ganze über ETFs. Könnt ihr euch gerne anschauen. Denn ihre Kanäle ist ja auch alles verlinkt auf meinem Blog wachstumswerte.net. Und falls ihr selbst mitmachen möchtet, hier aufs Knöpfchen drücken, Starterpaket, kriegst du zwei Dinge, die du brauchst. Um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Das eine ist ein Online-Broker, weil wo willst du sonst die Aktien lagern unter dem Kopfkissen? Das geht mit Geld. Mehr schlecht als recht, aber es geht. Aber mit Aktien, das funktioniert nicht. Brauchst also einen Online-Broker und dann brauchst du noch ein Tool, das dir die Spreu vom Weizen trennt. Das kann der Aktienfinder sein. Mein Name ist Thorsten Tee und ich bin der Betreiber der Aktienfinder.net. Und ja, ich mache dieses Video. Und bevor wir zur Aktienanalyse kommen, mein kleiner Disclaimer. Oder Risikohinweis, mit Aktien kannst du auch Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Verkaufsempfehlung übrigens auch nicht. Du handelst absolut eigenverantwortlich. Ich versuche dir aber zu zeigen, wie du herauskriegen kannst, ob die Aktie eben was taugt als langfristiges Investment oder nicht. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir zu Honeywell und zwar direkt im Aktienfinder. Hier sind wir auch schon. Man müsste aber erstmal gucken, was Honeywell eigentlich macht. Da kann ich dann zurückspringen hier auf meinen Blogbeitrag. Habe ich nämlich hier alles geschrieben. Kann ich immer schön spiegeln. Honeywell ist ein Mischkonzern, genauso wie beispielsweise Siemens, 3M oder General Electric. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich dir ganz genau sagen wollte, was das Unternehmen im Detail macht, dann hätten wir hier eine Überlänge und ich hätte mich deutlich länger auf dieses Video vorbereiten müssen. Aber je mehr man ins Detail geht, umso weniger Mehrwert hat man eigentlich. Also der Grenznutzen, der wird immer niedriger. Deshalb soll uns an dieser Stelle auch eine Übersicht reichen. Und dann scrolle ich mal hier ein bisschen runter. Hier siehst du die unterschiedlichen Segmente von Honeywell. Es ist direkt aus der FactSet Workstation rauskopiert. Und das Interessante ist hier, dass du das auch im historischen Zeitverlauf siehst. Und da erkennst du eines, dass Mischkonzerne sich dauernd versuchen, neu zu erfinden und umzustrukturieren, um die möglichst effizient zu bleiben, weil es oft vorkommt, dass das eine Segment Überschneidung mit dem nächsten Segment hat und dass man dann Dinge doppelt macht und Geschäftsprozesse doppelt aufbaut, die man auch einfach haben könnte. Wir haben momentan vier unterschiedliche Segmente bei Honeywell: Luft- und Raumfahrt, also das heißt Aerospace, dann Performance Materials and Technologies. Das ist schon relativ, das ist ein Sammelbecken unterschiedlichster Dinge, die da passieren. Das sind Spezialchemikalien beispielsweise dabei und dann ist BASF ein direkter Konkurrent. Das geht aber bis in die Beratungsdienstleistungen rein für unterschiedliche Industrien, also Petrochemie, Öl, Gas, Versorger.
Und dann hätten wir Honeywell Building Technologies, also Gebäudetechnik. Von da kommt Honeywell ja eigentlich auch her, als sie irgendeinen regulierten Ofen erfunden haben, der Gründer. Das heißt, hier geht es um das Innen- oder das Raumklima. Es geht aber auch um Automatisierung, also Home Automation. Es geht auch um Sicherheitstechnik in den Gebäuden drinnen. Und apropos Sicherheit, kommen wir dann auch hier gleich ins nächste Segment rein, Safety und Productivity Solutions. Da gibt es dann Arbeitskleidung, Schutzkleidung, wir machen aber auch Freizeitkleidung. Und auch hier gibt es Beratungsdienstleistungen, wie bei Performance Materials auch. Und da ist hier kommt auch Automatisierungstechnologie rein und solche Dinge. Und hier unten gibt es die historischen Segmente, die liefert dann Factset auch noch nach. Und da siehst du, dass das Unternehmen im Fluss ist und umorganisiert wird. Transportation Systems, die waren beispielsweise ein eigenes Segment bis ins Jahr 2013 rein. Dann sind sie integriert worden in Aerospace hier. Deshalb springt auch der Umsatz dann ein bisschen nach oben bei Aerospace. Und jetzt gab es ein Spin-off und jetzt sind die komplett ausgegliedert worden. Das heißt, der Umsatz geht jetzt dann wieder nach unten bei Aerospace in dem Segment. Und dann gibt es Automation and Control Solutions, was offensichtlich aufgegangen ist, in welches Segment? In das hier, Honeywell Building Technologies, jedenfalls zum größten Teil. Du siehst, dass das hier das Segment ablöst. Wir bewegen uns also hier bei einem Unternehmen, das sich versucht, dauernd neu zu erfinden. Und wenn man sich so die Konkurrenten anguckt, mit dem Honeywell sich messen muss, dann ist es auch kein Wunder, dass sie da auch einen gewissen Druck verspüren. Bei Luft- und Raumfahrttechnik, da habe ich sofort, als ich Turbinen gelesen habe, an MTU Aero Engines gedacht. Die werden im Geschäftsbericht von Honeywell aber nicht erwähnt, stattdessen United Technologies und Safran, das ist ein französischer Rüstungskonzern. Honeywell hat ja historisch betrachtet ganz schön Dreck am Stecken als Rüstungsproduzent, ist aber trotzdem sparplanfähig bei der Consorsbank. kleiner Seitenhieb. Jedenfalls haben sie starke Konkurrenz und in allen möglichen Segmenten, auch bei Gebäudetechnik, da ringen sie mit Siemens, bei Performance Material wird BASF oder Emerson Electric erwähnt. Das sind alles alternative Investments, die man anstatt Honeywell vorziehen könnte. Sicherheit und Produktivität, da haben wir dann 3M beispielsweise, die erwähnt worden sind. Das heißt also, Honeywell als Mischkonzern hat eben auch viele Konkurrenten, mit denen sie sich messen müssen. Ich habe hier mal mir ein bisschen die Mühe gemacht, aus dem Geschäftsbericht 2018 rauszuschreiben, nochmal, welche Segmente wie viel Umsatz machen momentan, sprich Geschäftsjahr 2018, und wie hoch dann der operative Gewinn ist. Ich wollte mal gucken, ob es da irgendwelche besonderen Sorgenkinder oder so gibt oder große Unterschiede. Recht erfreulich ist, dass die operative Gewinn bzw. die operative Marge doch recht homogen verläuft. Ich erinnere mich, in der Siemens-Analyse, da gab es ein eigenes Segment für die Problemkinder, wo die EBIT-Marge negativ gewesen ist. Entweder haben sie die Problemkinder hier schön versteckt, sodass man sie nicht findet, oder es gibt sie so in dem Maße nicht. Jedenfalls haben wir hier relativ homogene Profitabilität. Und das ist erstmal ganz okay. Luft- und Raumfahrttechnik ist etwas das dominierende Segment. Hier kommen auch Aufträge aus der US-Regierung immer ins Spiel. Und dann gefolgt von Performance Materials, Gebäudetechnik und am Ende dann ja die Segment Sicherheit und Produktivität. So, jetzt weißt du so ganz grob, was Honeywell denn so treibt, mit wem sie ringen in der Wirtschaft, um erfolgreich zu sein. Dann gucken wir mal, wie erfolgreich sie tatsächlich sind. Das heißt, was macht das langfristige Gewinnwachstum? Denn mein Sprüchlein ist ja bekannt, in Aktien investieren, um von langfristig steigenden Kurs und Dividenden zu profitieren. Und das funktioniert halt nur, wenn auch langfristig Unternehmensgewinne da sind. Jo, jetzt gehen wir aber live in den Aktienfinder, würde ich sagen. Anstatt hier die ganze Zeit beim Blog zu bleiben. Das ist interessant. Jetzt ist er gerade schön gesprungen. Also jetzt sieht er den, das hatte ich nicht geplant gehabt, jetzt sieht er den Chart ja mal so richtig dick. Vielleicht können wir auch mal noch den Zoom abstellen. Und dann sehen wir die Entwicklung, die fundamentale Entwicklung, also Gewinn pro Aktie, Dividenden, Cashflows.
seit dem Jahr 1990. Und das ist deshalb interessant, weil wir da ein, zwei, drei Krisen haben. Und es liegt auf der Hand, dass Honeywell konjunktursensibel ist. Also wenn die Konjunktur einbricht, dann kann die Luftfahrt drunter leiden. Das war insbesondere hier nach den Anschlägen am 11. September der Fall gewesen. Dann siehst du auch, dass der Gewinn, der bilanzierte Gewinn eingebrochen ist. Es wird weniger gebaut. Also wir erinnern uns beispielsweise auch in Spanien im Rahmen der Finanzkrise wurden ja dann viele, gab es ja dann ganze Geisterstädte, die mehr oder weniger halb fertig gebaut gewesen sind. Also das Baugewerbe liegt dann brach. Das heißt, dann brauchst du auch weniger Gebäudetechnik. Und das Ganze gilt auch für die, wie heißt das Segment? Ich muss jetzt nochmal kurz spiegeln, wo man sich mit BASF misst hier. Performance Materials. Wir wissen auch, BASF ist ja ebenfalls konjunktursensibel. Und entsprechend ja, ist auch der ganze gesamte Mischkonzern hier konjunktursensibel. Das hier war bereits eine Krise Anfang der 90er Jahre. Dann haben wir hier die Krise Anfang des Jahrtausends. Dotcom-Bubble, aber dann auch der 11. September hat er noch reingespielt. Und dann haben wir die Finanzkrise und jedes Mal siehst du, dass es nach unten geht. Bei der Finanzkrise weniger dramatisch, dafür 1, 2, 3 Jahre hintereinander, bevor dann der bilanzierte Gewinn angefangen hat, wieder zu steigen. Interessant ist dann auch immer, wie die Dividenden reagieren. Das heißt, wurden die Dividenden gekürzt, wenn es mal nicht so gelaufen ist, oder vielleicht sogar ganz gestrichen. Wir denken da oder erinnern uns an General Electric in jüngster Zeit, die da unangenehm aufgefallen sind. Hier sieht das Bild anders aus. Wir haben eine Dividendenkürzung im Jahr 1992 gehabt, aber dann Anfang des Jahrtausends, als der Gewinn eingebrochen ist, da sind die Dividenden nicht gekürzt worden, die sind stabil geblieben. Und das Gleiche gilt auch während der Finanzkrise. Hier hat man auch die Dividende stabil gehalten, obwohl man sie vermutlich noch hätte steigern können. Aber wir sehen hier auch, obwohl es ein US-Konzern ist, wird hier nicht auf Teufel komm raus die Dividende erhöht, sondern wenn der Gewinn rückläufig ist, dann wird die Dividende oft eingefroren. So wie man es oft auch von deutschen Unternehmen wie beispielsweise SAP eigentlich eher kennt. Was die Gewinnentwicklung angeht, haben wir also ein paar konjunkturbedingte Einschläge. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite würde ich sagen, man sieht trotzdem, dass es einen eindeutigen Trend gibt. Das heißt, die Gewinnentwicklung, die verläuft von links unten nach rechts oben. Wir haben hier die Prognosen und die Analysten sind hier auf die mittelfristige Dauer oder Zeit auch recht optimistisch gestimmt. Hier haben wir einen kleinen Rückgang beim Gewinn, aber es soll dann wieder nach oben gehen. Dann haben wir hier die Umsätze und Margen. Ich finde immer die operative Marge ganz interessant. Hier übrigens siehst du, dass während der Krisenzeiten ging die Nettomarge nach unten. Hier auch aus einem mir noch unerfindlichen Grund. Aber hier jeweils ging sie nach unten, während die operative Marge doch recht stabil gewesen ist. Und sowas deutet immer auf außerordentliche Verluste hin. Beispielsweise Abschreibung. Ich habe da nicht nachgeguckt, ob das tatsächlich Abschreibungen sind. Es erscheint mir aber recht plausibel, da komme ich gleich dazu. Hier sehen wir dann noch die Umsätze, die steigen. Ich blende mal die beiden Margen hier aus, damit man nicht so viel auf einmal sieht. Und es fallen auch immer wieder hier gewisse Zacken auf. Und hier ist der letzte Zacken. Und dieser letzte Zacken, der hat mit dem Spin-off des ehemaligen Transportsegments zu tun. Ist also nicht organisch bedingt. Ist halt so auch typisch, diese Zackenentwicklung für ein Unternehmen, das laufend neue Unternehmensanteile dazu kauft und bestehende verkauft oder ausgliedert. Schön ist die operative Marge, die momentan auf einem Allzeithoch liegt oder nahe des Allzeithochs. Man kann natürlich die operativen Margen nicht ewig steigern, aber gerade bei einem Mischkonzern wie dem hier, das sieht man einfach, ist es ein schönes Zeichen, dass Honeywell jetzt wohl ein recht effizienten Operationsmodus gefunden hat, also relativ gut läuft. Ich wollte nochmal hier auf die Nettomargen zu sprechen kommen und auf meine Theorie, dass es sich hier um Abschreibungen handelt. Das wird hier hängt es ein bisschen. Mein Rechner ist immer langsam, während er aufnimmt, dann ist es alles immer etwas mit Vorsicht zu genießen.
Also, ich wollte mal noch zeigen, hier der operative Cashflow, wenn wir den einblenden, dann sehen wir nämlich, dass der operative Cashflow auch während Krisenzeiten recht stabil war, der bilanzierte Gewinn aber eingebrochen ist. Das heißt, das Geld ist trotzdem gekommen über das operative Geschäft. Und warum dann plötzlich hier der bilanzierte Gewinn einbricht, meiner Meinung nach hat es mit Abschreibungen zu tun. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob die Dividende soweit sicher ist. Da blende ich dann einfach den freien Cashflow ein, weil der freie Cashflow ja das ist, was den tatsächlichen Geldfluss widerspiegelt. Nach Abzug der Investitionen, das Geld könnte dann verwendet werden, um Schulden zu tilgen, um Aktien zurückzukaufen oder eben um Dividenden auszuschütten. Und dann schauen wir mal hier, wie es aussieht. Und es ist, wie ich denke, also sehr erfreulich. Wir haben nur einmal hier eine Unterdeckung gehabt im Jahr 1991. Ansonsten waren die Dividenden immer gedeckt durch das laufende Geschäft, durch den freien Cashflow. Momentan bezahlt Honeywell eine Dividende von 3,36 US-Dollar und der freie Cashflow beträgt fast 7 US-Dollar. Das heißt, wir haben nicht ganz eine Ausschüttungsquote von 50%. Da ist also noch sehr viel Luft. Und wenn man hier sich die Prognosen anschaut, die Analysten sind wieder hier Berufsoptimisten, jedenfalls die bei Honeywell. Und da sieht man, wie der freie Cashflow steigen soll. Entsprechend soll dann auch die Dividende steigen. Und dann würde die Ausschüttungsquote, wenn ich hier mal Pi mal Daumen das überschlage, sogar noch leicht sinken. Es ist also die Dividende scheint sicher zu sein. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass die Dividende auch weiter steigt. Dann würde ich mal vorschlagen, wir gucken uns die Bewertung an. Da gehen wir mal zuerst in den Dividenden-Turbo rein und hier siehst du dann die Entwicklung der Dividende. Und jetzt stimmt die Skalierung nicht ganz, weil hier fehlt die Prognose. Das heißt, wir machen was? Eieiei. So, jetzt habe ich den Zoom mal rausgedreht, der war nämlich bei 150%. So, jetzt sehen wir hier die Entwicklung der Dividendenrendite und wer eine Dividendenaktie kauft, der freut sich, wenn er einsteigt, wenn es eine sehr hohe Dividendenrendite gibt im Vergleich zu den Vorjahren. Ist es bei Honeywell der Fall? Nur bedingt, würde ich sagen, falls überhaupt. Momentan liegt die Dividendenrendite bei 1,9%. Und du siehst, dass es war schon weniger, aber das liegt so im Durchschnitt der letzten Jahre, also seit 2014 irgendwo, gibt es ungefähr eine so hohe Dividendenrendite. Wenn du eine höhere Dividendenrendite oder mit einer höheren Dividendenrendite einsteigen willst bei Honeywell, dann wart einfach ab, bis die nächste Krise kommt. Dann wird der Aktienkurs fallen und dann wird die Dividendenrendite in die Höhe schnallen. So gewesen hier während der Finanzkrise und auch hier 2, 3 während der Krise gewesen. Und so wird es vermutlich auch in der nächsten Krise sein. Dann aber, gut. Sich nicht überraschen lassen, wenn dann auch der bilanzierte Gewinn sinkt. Du hast ja bereits gesehen, dass es auch dreimal der Fall gewesen ist. Also aus der Perspektive würde ich jetzt mal sagen, Honeywell so Pi mal Daumen fair bewertet. Jedenfalls liegt die Dividendenrendite irgendwo auf dem Niveau der letzten ja, 5 Jahre. Hier siehst du dann laut Prognose, dass die Dividendenrendite wieder steigen soll. Das heißt, 2020 hätten wir dann etwas über 2%, wieder auf 2,2% und dann auf ungefähr 2,6% und schließlich auf 2,8% Anfang 2023 steigen. Gucken wir uns jetzt die Bewertung aber in der dynamischen Aktienbewertung hier an und dann machen wir das gleich mal raus, weil das war schon das Ergebnis. Wir arbeiten uns aber hier vor, denn hier geht es schließlich darum, dass ich dir auch zeigen möchte, wie man da vorgehen kann. Außerdem habe ich einen anderen Bewertungszeitraum. Wir vergleichen jetzt also die historische Bewertung, historisches KGV, KCV, also der operative Cashflow, historische Dividendenrendite mit der aktuellen und rechnen dann einen fairen Wert aus und gelangen so durch Vergleich zwischen dem Berechnungsergebnis und dem aktuellen Kurs zu der Aussage, ob die Aktie über- oder unterbewertet ist. Ich habe mich mal entschlossen, als ich mir das angeschaut habe, den kompletten Zeitraum hier zu nehmen für die Bewertung. Das durchschnittliche KGV war da 18, KCV lag bei 14 und die durchschnittliche Dividendenrendite lag bei 2,2%. Wenn man seit dem Jahr 2000 bis Stand heute die komplette Historie quasi anschaut. Und wir haben ja den Gewinn in der operativen Cashflow.
Und ja, der Gewinn entwickelt sich ein bisschen instabiler. Jedenfalls ist er mal stärker gesunken. Ansonsten gibt sich das eigentlich nicht viel. Ich lasse es mal drin. Im Blogbeitrag habe ich den weggeklickt. Aber vielleicht ist ja mal ganz interessant, was da rauskommt. Dann haben wir ja noch die Dividende, die sich schön gleichmäßig entwickelt. Die kann man flankierend noch hinzunehmen, um da auch einen fairen Wert basierend auf der Dividende auszurechnen. Ja, und wenn wir jetzt alles tun und mal hier die Ergebnisse einblenden, dann sieht das Ganze eben so aus, wie hier dargestellt. Wir haben dann den Kurs, den tatsächlichen, in schwarz, und dann die unterschiedlichen fairen Werte. Und das liegen ab und zu, also der Kurs liegt ab und zu über, also hier beispielsweise, und ab und zu unter den fairen Werten. Hier wäre dann die Aktie unterbewertet gewesen, hier wäre sie überbewertet, und interessant ist natürlich immer der aktuelle Zeitraum, weil zu diesem Zeitraum könnten wir theoretisch jetzt dann kaufen. Und dann würde ich sagen, zoomen wir mal schon mal ein bisschen näher rein. Und dann siehst du, dass die fairen Werte sich unterscheiden. Das tun sie meistens, weil es immer nur Annäherungen sind. Und man muss dann immer für sich überlegen, ob die Parameter plausibel sind, die man da eingestellt hat, beziehungsweise die Bemessungsgrundlage, Gewinn, operativer Cashflow oder Dividende, oder eben nicht. Was immer relativ schön ist, das ist, wenn unterschiedliche faire Werte beieinander liegen, relativ nah beieinander liegen, dann ist das sozusagen Bestätigungsindikator, dass die fairen Werte was taugen. Anderer Indikator, dass sie was taugen, das ist, wenn die fairen Werte sich mit dem Kurs gleichmäßig entwickeln, also wenn sie mehr oder weniger gleich verlaufen. Das ist hier, würde ich sagen, im Großen und Ganzen der Fall. Hier gibt es mal eine Spreizung zwischen den unterschiedlichen fairen Werten, weil sich dann die Entwicklung der Bemessungsgrundlagen ein bisschen, bei dir ein bisschen abweicht. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, sollte es passen. Wir haben hier also eine Spanne beim fairen Wert zwischen 126 und 150 US-Dollar, je nachdem, was wir nehmen. Der Aktienkurs liegt aber bei 177 US-Dollar. Das heißt, basierend auf dem Gewinn und insbesondere auf dem Cashflow, operativen Cashflow, ist die Aktie deutlich überbewertet. Hier noch ein bisschen näher reingezoomt. Und das Schöne bei einer Qualitätsaktie wie Honeywell aber ist, dass die Gewinne und Cashflows weiter steigen sollen. Das heißt, wenn man eine Aktie, wie so eine Qualitätsaktie wie Honeywell kauft und langfristig im Depot liegen lässt und das Unternehmen läuft weiter wie bisher, dann wird die Aktie einfach mehr wert, weil die einzelne Aktie einen Teil vom Unternehmen repräsentiert, das ja mehr wert wird. Also wird auch die einzelne Aktie mehr wert und dann steigt auch hier entsprechend der faire Wert an. Und erreicht wäre der faire Wert basierend auf Gewinn und Dividende dann im Jahr 2021. Dann wäre die Aktie also fast 177 US-Dollar wert. Beim operativen Cashflow dauert es noch ein bisschen, nämlich genau ein Jahr länger, wenn man die Prognosen glauben will. Jetzt ist das Problem halt so ein bisschen, oder das Risiko, wenn man so eine Aktie kauft, die noch hoch bewertet ist, dass man halt erstmal ein gewisses Rückschlagspotenzial hat. Also die Aktie ist ja jetzt vom Tief gut gestiegen. Seit Ende 2018 hätte man eine Rendite gemacht von 37%. Und jetzt haben wir also, sind wir nahe des historischen Höchstkurses. Und da kann es halt immer sein, wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt mal mein Geld, das ich zur freien Verfügung habe und investiere es jetzt in die Aktie. Man sollte natürlich nie eine Aktie alleine kaufen, sondern mehrere Aktien, klar, um zu diversifizieren. Aber wenn man jetzt einen Einmalkauf tätigt, dann könnte es halt sein, wenn es blöd läuft, dass der Aktienkurs dann erstmal einbricht, so irgendwo bis zum fairen Wert korrigiert. Nehmen wir mal den unteren fairen Wert, um das ein bisschen zu dramatisieren. Und dann hätte man eine Rendite von minus 20% erwirtschaftet. Und das wäre halt blöd. Und das nenne ich Rückschlagspotenzial. Also wenn ich sehe, dass die fairen Werte unterhalb des Aktienkurses liegen, dann ist es für mich, interpretiert es auch so als kurzfristiges oder mittelfristiges Rückschlagspotenzial. Das heißt, dessen sollte man sich halt bewusst sein. Problem ist natürlich in der aktuellen Börsenlage, wo wir seit 10 Jahren mehr oder weniger steigende Aktienkurse haben, dass Qualitätsaktien in der Regel nicht günstig zu haben sind. Da müsste man also bis zur nächsten Krise warten. Und ob man dann den Mut hat einzusteigen, das ist eine andere Geschichte, weil dann ist es ja wieder die schwerste Krise aller Zeiten, jedenfalls gefühlt. Und wenn du sowieso nie nicht in Aktien investiert hast, sondern
quasi wartest, bis deine Chance kommt, dann wirst du sowieso nicht zugreifen, weil du noch überhaupt nicht gestählt bist. Insofern macht es schon Sinn, wenn man sukzessive in den Aktienmarkt einsteigt. Apropos sukzessive, da wären wir wieder bei Aktiensparplänen. Das ist in der aktuellen Marktlage keine schlechte Wahl, wenn man über Aktiensparpläne einsteigt in eine solche Aktie beispielsweise, die auf der einen Seite qualitativ hochwertig ist, auf der anderen Seite aber auch ein gewisses Rückschlagspotenzial hat, wobei es noch Aktien gibt, die brutaler überbewertet sind. Nebenbei bemerkt, kannst du alles im Aktienfinder angucken. Also mit Aktiensparplänen, das wäre ganz okay. Was uns wieder auf die Bestseller-Challenge bringt oder zur Bestseller-Challenge bringt, denn wir müssen ja noch abstimmen. Da können wir aber noch kurz in den Dividenden-Benchmark reingehen. Und dann gucken wir uns ja die Kandidaten nochmal an. Da gäbe es denn noch Siemens hier, ein direkter Konkurrent. Und das andere war Waste Management. Ich habe mich gerade verschrieben. Hier haben wir Waste Management. Und hier siehst du dann die prognostizierte Dividende. Und Siemens gibt momentan 3,4% Dividendenrendite. Du siehst aber hier, dass die Dividendendynamik von Siemens jetzt niedriger ist als beispielsweise die von Honeywell. Und Honeywell würde hier im Jahr 2032 Siemens überholen von der Dividendenrendite. Also wenn du von deiner persönlichen Dividendenrendite ausgehst, dann würdest du ab dem Jahr 2032 mehr Dividende bekommen als bei Siemens. Und Waste Management würde auch irgendwann Siemens überholen, vermutlich. Da dauert es allerdings noch ein paar Jahrzehnte länger. Das heißt, da würden sich dann deine Erben wahrscheinlich drüber freuen. Sollen wir uns mal ein paar Kennzahlen anschauen. Wir haben ja hier Honeywell, Siemens und Waste Management, also die drei unteren Zeilen. Da oben auch noch Konglomerate, habe ich mal einfach so aufgenommen. Wir sehen, dass Honeywell hat die größte Marktkapitalisierung, gefolgt von Siemens, und dann kommt Waste Management. Siemens und Waste Management, ich erwähne es nur nochmal, was du sagst, ja, über die weiß ich ja gar nichts, dann hast du meine alten Videos nicht gesehen, da habe ich auch Aktienanalysen so gemacht und gibt es auch eigene Blogbeiträge, werde ich alles verlinken, kannst du nochmal nachgucken, bevor du deine Stimme abgibst. Die höchste Dividendenrendite, wie erwähnt, Siemens, gefolgt von Honeywell und dann von Waste Management. Ausschüttungsquoten bei Siemens relativ hoch, das ist also weniger Luft, um das zu erhöhen. Ist also erstmal plausibel, dass die Dividendenrendite auch weniger steigt, beziehungsweise die Dividende weniger steigt. Dann hast du hier so die klassischen Dividendenkennzahlen, seit wann nicht gesenkt, pipapo. Finde ich jetzt nicht so unbedingt wichtig eigentlich, weil es gibt ja die Stabilitätskennzahlen. Und da sind alles sehr zuverlässige Dividendenzahler. Und dann bei der Stabilität des Gewinns ist Honeywell am höchsten. Siemens macht auch eine ganz gute Figur. Waste Management etwas niedriger. Interessant dann auch noch hier der operative Cashflow, die Stabilität. Also wie der tatsächliche Geldfluss oder wie stabil sich der entwickelt hat. Und da liegt Honeywell vorne, gefolgt von Waste Management. Und Siemens ist da relativ abgeschlagen. Gut, da würde ich einfach mal sagen, gib deine wertvolle Stimme ab. Wähle eine dieser drei Aktien aus. Und die Gewinneraktie, die werde ich dann der Bestseller-Challenge hinzufügen als Aktiensparplan. Bei ein paar Aktien ist uns jetzt ja schon gelungen. Und zwar, was gucken wir uns an? Hier die Übersicht aller Sparpläne. Das siehst du ja schon, die Sparpläne, die wir bereits eingerichtet haben. Und du kannst dann auch hier das Bestseller-Depot sehen. Jetzt muss ich wieder kleiner machen hier, damit du was siehst. Hier siehst du die unterschiedlichen Aktien, aufgeteilt in die unterschiedlichen Branchen. Wir haben ja immerhin schon mal 5 unterschiedliche Aktien. Und ja, kannst du dir die ganzen Details hier noch in Ruhe anschauen, wenn du möchtest, hier auf meinem Blog, wie es also aussieht. Mit 4 Aktien sind wir Minus, mit einer sind wir im Plus. Gebühren sind da aber auch schon eingerechnet. Gut, dann würde ich einfach sagen, Stimme ab. Dann danke fürs Zuschauen. Bin gespannt, wie es ausgeht. Wenn du Kommentare hast, irgendwelche Anmerkungen, schreib die rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.